Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf Rambazamba. Und ich habe die beste Laune der Welt, weil Chris ist da, ja. Chris habe ich auf Instagram gesehen und es ist ganz selten, dass ich Fanboy bin, weil Chris macht was ganz Besonderes. Und weil ich nicht alleine nur auf Knacken stehe, sondern auch gerne jemand anders knacke und jemand mit mir zusammen knacken will, Bella ist da. Oh nein! Bella kann man immer knacken. Und zum Start, damit ich sehe, wie es ist, habe ich ein Versuchskaninchen, ob Chris es wirklich kann. Marvin! Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich mache einmal einen Klopftest. Mach mal Uga-Chaka. Du sagst Bescheid, falls irgendwie dein Arm einschlafen sollte oder starke Schmerzen. Wunderschlag. Weil du keine Luft mehr bekommst. Ja, rechtes Bein ist ein bisschen kürzer. Kannst du es nicht rausziehen? Ich versuch's gleich mal. Aber auch wenn du Sachen verlängern kannst, würde er anstatt das Bein lieber den Pimmel nehmen. So, unteres Bein ist nur gestreckt. Hier den Ellenbogen gut festhalten. Und jetzt gucken wir mal. Da merkt man schon klein. Nochmal einatmen. Und wieder ausatmen. Oh! Ich hab mich voll erschrocken. Oh, geil! Das ist ja ein richtiges Vorspiel hier für die Venus. Ja, wirklich. Deswegen, das passt auch super. Setz dich mal hin. Okay. Einmal nach links gucken, wie das geht. Also, boah, dass du Auto fährst und Schulterblick machst du nicht so. Du brauchst deinen Schulterblick einfach nur aus dem Fenster. Hier ist Ende. Bro, wo kam das denn her? Alter! Das ist die andere Seite. Hier ist Ende. Alles gut, oder? Ja, ja. Mach noch nicht jetzt. Finger. Das ist Jan mit der Currywurst. Jan, kannst du eine Bella rüberreichen? Wir machen jetzt eine Distraktion, das heißt, wir ziehen eine Wirbelsäule ein klein wenig auseinander. Ja. Einmal tief einatmen. Und wieder ausatmen. Das könnt ihr bei mir schon gar nicht machen. Nachher muss ich mich mal schwingen. Und ich wirklich ein Erlebnis ergeben. Die Currywurst oder das? Alles zusammen ist einfach toll. Jetzt bräuchte man nur noch einen Typen, der an der Stange tanzt. Mhm. Das hast du dir jetzt schon versaut. Ui. Das Spannendste ist immer an so Stellen, wo ich das selber nie gespürt habe. Manchmal klappt doch das Ohr, kannst du mal testen. Der war nicht hier, so ein bisschen nach unten, vorne. Hat's gemerkt? Quatsch, das war doch dein Finger. Nein, nein, das war dein Ohr. Hat dein Ohr geknackt? Ja. Einmal schon aufrichten, einmal links, wie weit es geht. Ist schon, guck mal, das ist doch mal, jetzt habe ich als Fahrradfahrer keine Angst mehr. Wenn ich nicht Marvin kennen würde, ja, würde ich sagen, Chris hat einfach so einen Statisten, gut, genau wie diese Hütchenspieler, immer den einholen, der gewinnt. Oh, ich habe gewonnen. Spiel du mal. Ich habe auch das Gefühl, ich sitze instant gerade als vorher. Bella, soll ich zuerst oder du? Ja, mach mal. Okay. Ich esse ja noch. Wo sind meine Krücken? Hab ich hier? Achso, nee, warte. So, länger kann ich nicht auf den Beinen stehen. Echt anstrengend, oder? Ich habe jetzt schon nach zwei Tagen Krücken Trizepsschmerzen, sondersgleichen. Meine Finger tun so weh, wenn ich wichse, spüre ich nicht. Das ist aber gut. Dabei deswegen ist auch Bella jetzt da. Einmal links gucken, weil das geht. Also, ich sag mal so, ne? Meckern, ey. Das ist jetzt auch nicht unbedingt. Das ist auch nichts. Boah, ich werd richtig nervös. Zieh bitte beim Aaron richtig durch. Richtig durch? Aber richtig komplett. Ich glaube, Aaron macht mit dem Monkey Crack. Das kann auch so ein bisschen wehtun. Möchtest du ein paar Pommes? Nö, danke. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja. Oh, da war schon. Schon. Atmen war ganz entspannt. Aber einatmen ist nicht. Das ist echt. Oh. Ui. Oh. Oh. Ich kann noch alles bewegen. Jetzt hast du mein Vertrauen. Das. Oh. War das die Bank oder war das dein Rücken? Fühlst du dich sicher? Ja. Was machst du denn für Geräusche, Alter? Das ist geil! Du hörst, ich habe wie so ein Braunbär, der sich an der Eiche schubbert. Ich bin einer, der Laub genießt. Aber die Hand so lang. Da musst du aufpassen, mein Trizeps ist durch die Krücken echt dick geworden. Ja, ist mir auch direkt aufgefallen. Ich bin froh, dass ich als erstes dran war, weil wenn ich das so beobachtet hätte, hätte ich mich nicht mehr getraut. Warum steht der jetzt auf der Liste? Mann, hör mal auf. Oh! Das war das fast Schönste in meinem Leben gerade. Oh! Wow! Bei Bella müssen wir aufpassen, dass hier nicht die Extensions rumfliegen. Ich habe keine Extensions. Bei mir ist alles echt. Das. Uiuiui. Hast du die denn geknackt? Ich hab gar nichts gehört.
Du hast aber sehr kräftige Hände, das möchte ich ja mal sagen. No homo. Ja, nee, da. No homo, Digga. Ja, aber. No homo. Au! Da musst du eigentlich nur locker lassen. Ja, ich bin nicht so gut in locker lassen und abgeben. Bella, was ist dir lieber? Dieses Y-Ding oder Hände? Nee, ich kann ja nicht mit Gesicht, sonst muss ich mich gleich neu schminken. Ja. Ist doch gerade ungeschminkt. Ja, ich bin naturschön. Also, wenn man Bella ungeschminkt sieht, wird, jetzt schwenkst du auf Jan hoch. Und nochmal einatmen. Und wieder ausatmen. Ich habe mich gewundert, wie viel Gesichtsspeck ich habe. Ich habe es gesehen, es ist einfach an beiden Seiten so aus. Oh! Ui! Sobald mein rechtes Bein wieder ganz ist, treffen wir uns nochmal. Haben wir schon den Test gemacht, wie weit er jetzt nach hinten gucken kann? Ja. Rechts deutlich. Links müssen wir noch ein bisschen nachmobilisieren. Das machen wir dann Backstage. Ich bin gespannt, ob bei dir im Griff irgendwas knackt oder nicht. Ich glaube, Bella ist mehr als fertig. Also, wenn das dann einmal geknackt ist, dann tatsächlich kann man da so reindrücken und es tut gar nicht mehr weh. Ich Marvin ernährt sich übrigens sehr gut. Ist das etwa eine normale Cola? Nein, Zero. Coca-Cola Light. Coca-Cola normal! Da bin ich gespannt, ob bei Bella die Knacker höher sind, weil sie zu zieht. Knack! Jonas, mach mal einen richtigen Schwing auf die Füße, da haben wir sehr viele Klicks. Bitte nicht, ey. Ich glaube, Bella müsste die Socken ausziehen dafür. Die unteres Bein einmal strecken. Genau. Und dass ich so nah bei Bella dran war, sind Jahre vergangen. Da muss man schon gar nichts machen. Wow. Ja, ja, und er hat nicht mal was gemacht. Und wieder ausatmen. Oh! Das ist voll immer so schlimm. Ich mache das ja jeden Tag viermal oder so. Diese ganzen Ginger werden so auf TikTok geschnitten. Ich mache es immer viermal mit mir. Alles klar. Einmal nach außen spannen. Und jetzt, ich will nicht. Ich bringe einfach gar keinen Gag da. Man darf jetzt nicht vergessen, die liebe Bella wird jetzt auch demnächst 30. Also das muss man ja auch sagen. Da ist einfach der TÜV auch schwerer. Ey, ich kann es immer nur wieder sagen. Wir blenden hier ein Bild ein von Bella mit 19, 20, 18. Da war komplett Marzahn-Style. Das habe ich geliebt. Au. Aui. Apropos Füße, ich habe meine seit 3 Tagen nicht gewaschen. Wie riecht man das? Endlich. Oh Gott, ich habe Herzrasen. Wow. Oh Mann. Aber solange sie dabei beim Auer noch kichert, ist. Ja, ist ja wirklich. Oh! Wo kommt das denn her jetzt? Aus der Haut? Habe ich mir krass vorgestellt, aber das ist eigentlich, du merkst einfach so, als wenn man so eine Ziehharmonika auseinanderzieht. Aber so, oh. 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 Geil. Chris, pass auf, dass du dich nicht an ihren Diamantenring schneidest. Ich hab den gleich gedacht. Vor allem, ich werde dafür jetzt gehatet, dass ich das nicht untergenommen habe, aber ich wollte, dass man sieht. Ja. Hast du Hater? Ach, Menge. Die dann so schreiben, so knackt man nicht! Ja, richtig mal so ein bisschen. So, das war Knacken hier auf Ramazamba. Chris, sein Instagram in der Videobeschreibung. Guckt's euch an, das ist so geil. Ja, von euch ein auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.